Moin Moin Freunde, schön in der Zeit zu dem Video. Und zwar machen wir heute mal wieder Mass FIFA 22 und wir spielen wieder gegen Bayern München. Dortmund gegen Bayern München. Mal schauen, was heute so passiert. Jo, und Freunde, wenn ihr mich ein Video erzählt, lasst mir ein Abo da und Daumen hoch. Ja, ich nehme das Video am Sonntagabend auf, ne? Da kommt dann am Dienstagmittag. Und ja, fangen wir mal an. Bin mal gespannt, ob man es heute wieder so lange geblieben wird. Und was sind wir, mache ich heute Abend noch im Livestream? Wo man wahrscheinlich, Gegner fahren, ne? Also, ich weiß noch nicht. Also von einem Mal, mal schauen, was heute so passiert. Wieder mal schönes Wetter, ne? Willkommen im Signal Iduna Park, liebe Zuschauer daheim an den Geräten. Das Wetter ist klasse, wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin wie gewohnt so. Wolf Fuß, zusammen mit dem Kollegen werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Krach. Also Freunde, jetzt sehen wir wirklich für die Tabelle her und sind die zweite Dünne. Bayern München war bisher in der laufenden Saison die Mannschaft mit den meisten Toren. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Das macht sie selbstbewusst. Wir haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Kurz zum Spielort. Ein wirklich tolles Stadion, dieser Signal Iduna Park in Volksmund. Wird der Bau aber wohl auf ewig Westfalenstadion heißen. Und mit dem Borusseum verfügt es sogar über ein vereinseigenes Museum. Dort wird, na klar, die Geschichte des Clubs erzählt. Tradition pur im Revier. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Manuel Akanji spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Thorgan Hazard steht mit Marco Reus auf dem Flügel. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr jo, gut. Ja, Wunder. Hau mal rein, machen wir es fertig, ne? Machen wir es richtig ab, die beiden. Das Spiel kann beginnen. Jetzt wieder ein bisschen aufbauen. Es ist alles gesagt. Oh. Jetzt gilt's. Jetzt müssen beide zeigen, was sie wirklich drauf haben. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Gehalten, ganz stark. Guerrero. Brandt ist das jetzt? Ja, könnte was werden. Schuss für Elias. Neuer Handy. Ja. Klasse gemacht. Mit der Glanzparade verhindert er hier den ersten Treffer in diesem Spiel. Stark gemacht. Marco Reus. Spielt den Ball. Harter Schuss, aber vielleicht hat er doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei
dir, vielleicht wäre es der Schlepper gewesen. Ja, Freunde, ich hoffe nicht zu hart an, ne? Aber immer spannend. Okay, jetzt sage ich. Wieder die Ausdrippler da. Jetzt die Möglichkeit. Sie machen das Tor. Aber geil. Richtig geil. Sehr gut so, nein. Oh. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Sie holen sich den Ball. Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. So eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf, da müssen sie das Tor schon machen. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Mal sie wieder gelb, Freunde. Ne? Ah, und schreibe ich mal einen Kommentar hier. Wenn man sich das Reiter hochdrückt, da bin ich schon mal gespannt, weil ihr so gern weint und auch. Jo! Also, hau ich mal einen Kommentar hier. Chat. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Komm mit. Ballverlust. Das sieht gut aus. Erling Haaland! Starke Aktion, nicht drehen, Riesenparade. Aber Pfann ist oben, abseits war groß, aber eine Riesenparade war es auch, keine Frage. Ja, da ist die Fahne oben, ganz knappe Entscheidung. Chance für Erling Haaland! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. So, Freunde, jetzt legen wir los, ne? Also, jetzt ist es nur geil ohne da. Also, jetzt werden wir die Richtung haben. Oh, ich muss ein bisschen checken. Man soll da etwas hier. Okay, also, doppelt. Okay. Da wäre jetzt Platz. Da passt der Klasse auf. Aber was ist das heute? Aber danke, geht für sichtbar. Hier nochmal der Treffer von eben. Sie holen sich den Ball. Jetzt haben sie es gemacht, in der echt. Jetzt haben wir richtig im Bock zu sein. Wieder schön aufbauen da. Bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir bislang klare Vorteile für Borussia Dortmund. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Geht dazwischen. Kommt jetzt die Flanke rein. Ecke Borussia Dortmund. Ecke kommt in den 16er. Gefahr bereinigt. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Wir sehen das frühe Pressing. Da haben sie jetzt den Ball. BVB gegen Bayern. Das hat es schon so oft gegeben, aber es ist immer wieder was Neues. Es ist immer wieder aufregend. Prickelnd, Wolf, prickelnd. Seit vielen, vielen Jahren lässt das keinen kalt. Das ist eine besondere Rivalität. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann können wir auch immer so ein bisschen schauen, wo der deutsche Fußball aktuell steht. In taktischer, auch in personeller Hinsicht. Somit das Beste, das wir im Fußball Deutschland haben. Erling Haaland. Und jetzt der Schuss. Manuel Neuer kommt noch an den Ball.
Eine unglaubliche Aktion. Ecke kommt von Guerrero. Volley genommen. Das Pressing ist da. Sie verlieren den Ball. Wie viele Minuten noch? Ja. Schaffen wir nur eigentlich eine bisschen die Pause. Und Guerrero geht jetzt in die Mitte. Gehalten, Szene geht weiter. Tor durch Julian Brandt. Ja, ein guter Signal. Der macht die Tore. Der sorgt für Begeisterung. Ein ums andere Mal. Und hier hat er wieder mal gezeigt, warum. Die Wiederholung dieses Tores. Wir sehen zum nächsten Mal. Also, zeig mal bitte vor der Pause, warum. Aber hey, da wäre ich gerne immer. Eigentlich habe ich die wieder 10-0 abgelassen, ne? Aber ich glaube, wenn da können wir, wenn wir jetzt richtig Gas geben, in der Runde sind noch gar, ne? Aber nee, da hätte man sich jetzt wieder mal bieten müssen, da, ne? Aber, kritisieren eingegolt gemacht, Freunde. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal. Ich muss ja gerade ein bisschen einstellen. Bewegung ist fast zu schnell für euch, oder? Hoffe, jetzt ist es besser für euch. Mal anschauen. So, set. Jetzt der Eckball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Volles Risiko. Den hält er klasse. Das war ein richtiges Pfund. Jetzt der Vorstoß. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ah, da ist der Ball weg. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Da ist der Pfiff, es ist Pause. Der okay, Freunde. Doch nicht die da, wo wir ihn wählen, ne? Eigentlich das Team mit dem besten Sturm. Aber heute. Nochmal die zweite Halbzeit. Aber hey, Eis, ne? Also sind wir da, ne? Einfach nur noch geil. So, und jetzt machen wir es ja so echt. Auf in den zweiten Durchgang, die Bayern sehen sich in diesem. Ah ja, seht uns lieber mal hier, ob wir auch für Bayern München sind oder für Dortmund. Hau jetzt mal in den Kommentaren hier. Ja. Wieder ein bisschen aufbauen. Und um Witzel. Brandt ist das jetzt? Hazard. Natürlich Abseits. Ah, das wird sie ärgern. Sah gut aus, aber dann tun sie in der Mitte zu wenig, bewegen sich nicht genug. Also, da haben sie es der Abwehr dann wirklich leicht. Aber das erste Sport abpfieft, das zeigt die auch nicht. Klasse, wie er da hingeht. Sie unterstützen gut. Oh nee. Und mit dem Anspiel, ja, den können sie abfangen. So. Das könnte die Gelegenheit geben. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt diese Situation. Oh klasse Keeper aus, ein dicker Ecke. Dass sie hier so deutlich liegen, das hat natürlich eine ganz ist doch es wäre, als ich denkt habe, ne? Die Bayern, ne? Sind halt nicht noch bei Waben. Tolisso. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Komm. So. Gib ihm Brand. Yeah, ich gebe ihm Holland. Nein, gib da. Genau, ich gebe ihm Holland. Und jetzt war es 4-0.
Ah, Gott, du. 4-0. Mit vollem Einsatz zum Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Chance für Erling Haaland. Neuer Handy. Klasse gemacht. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Jetzt könnte der Pass kommen. Die Chance für Haaland. Da passt der Torhüter auf. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Oh, ich werde sich klappt, wenn wir mal machen. Hey, ja. Ab die 70. Minute gehen wir den Haaland rausbringen. Und holen mich hier. Dann geht's ab. Da kann ich auch jetzt zu sagen. Ah, du blöde Neuer. Sie müssen aufpassen jetzt. Aha. Spielaufbau. Vorne der Ball gewinnen. Die Chance. Da ist der Ball drin. Oh. Was die Abwehr wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Müller holt sich den Ball. Blöde Müller. Und da nicht du. Er passt gut auf und hat den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Er bleibt weiter am Ball. Will er es alleine machen? Da trennt er ihn vom Ball. Vielleicht die Konterchance. Er lässt sich da nicht aufhalten. Ja, sie versuchen es weiter. Fällt das Tor doch noch? Ah. Und damit sind sie am Ball. Jetzt können sie den Angriff starten. Reus, das ist die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Hey Leute, das wird so ein krasses Spiel. Emre Can. Die Chance hier. Sie haben immer noch den Ball. Super Bock, da macht er ihn rein. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird
und dann fällt das Tor. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Wen hat bis bald für deine Freunde? Aha. Mit Durchwasser. Der hat mich auch nicht. Acht Minuten jetzt noch. Sauber vom Ball getrennt hier. Riesenchance. Klasse Parade, Ball ist nicht drin. Aber die Szene wird so oder so abgepfiffen. Abseitsfahne ging sofort hoch. Das Tor hätte also ohnehin nicht gezählt. Der Ball jetzt bei Hummels. Da sind Mitspieler frei. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Und Tor! Da geht er flach rein ins Tor. Sehr gut gemacht. Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Ja, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Und jetzt die Chance. Neuer, super Parade. Ist es das? Parade Neuer, immer noch gefährlich. Abgeblockt. Na. Ah. Der nächste Eckstoß hinterher. Da kommt die Ecke. Entschlossen geklärt. Geht jetzt in die Mitte. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Ja, Freunde, wir haben es schon mit Saft, aber mein Wille, ne? Die Zeit schon noch abgelaufen. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Absolut überzeugt. Und mal schauen. Es geht definitiv. Also, zieht man sich heute Abend. Was sind heute Abend im Livestream? Bis dahin, liebe Freunde, zeig euch noch eins. Haut rein, mach's gut und bis heute Abend zum Livestream. Ciao, ciao.